Moin Leute, Nikon Z6 Langzeittestbericht. Ja, so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich mit der Nikon jetzt in mittlerweile über einem Jahr gesammelt habe. So lange habe ich die Kamera jetzt im regelmäßigen Einsatz. Ich habe damit Landschaftsfotografie gemacht, Porträtshootings gemacht, relativ viele Hundeporträtshootings und auch Hundesport fotografiert. Ich blende euch zwischendurch immer mal wieder ein paar Fotos ein, dann könnt ihr euch einfach mal ein Bild davon machen, was ich damit so gemacht habe und was die Kamera so abliefern kann. Die Aufnahmen sind mit unterschiedlichen Objektiven gemacht. Hier habe ich jetzt drauf das 24-70 Blende 4, das ist so das Kit-Objektiv, was ich auch damals als erstes zu dieser Kamera dazu gekauft habe. Ist eigentlich ein ganz nettes Landschaftsobjektiv, kann man viel mit machen. Blende 4, nicht zu lichtstark, aber dadurch eben eine ganz nette Größe. Man kann das so einfahren, ja. Aber das sei jetzt nur am Rand erwähnt. Zur Kamera selbst fangen wir vielleicht einfach an mal mit dem Body. Wer Nikon kennt, fühlt sich hier sofort zu Hause. Das ist also ja, das gewohnte Nikon-Design im Prinzip, wie man es tatsächlich von den Spiegelreflexkameras auch kennt. Man hat diesen gewohnten Ein- und Ausschalter um den Auslöser rum, einen sehr guten Griff. Die Kamera liegt hervorragend in der Hand und man kann sie wirklich gut bedienen. Man hat also alles hier hinten im Bereich gut erreichbar. Das ist schon wirklich ganz nett. Nur die Playback- und Papierkorb-Taste, also Löschen-Taste, sind hier vorne. Alles andere kann ich auf dieser Seite mit dem Daumen unproblematisch erreichen. Somit ist also Einhandbedienung auch möglich für Leute, für die das ein Thema ist. Ich finde das tatsächlich auch manchmal ganz hilfreich, wenn man da nicht immer die andere Seite braucht. Also das hat Nikon hier bei dieser Kamera wirklich ganz gut gemacht. Die Verarbeitung ist sehr solide, also wir haben hier wirklich hochwertige Materialien. Der Body wirkt super stabil, also genau so wie man das, sag ich mal, von einer Nikon Spiegelreflexkamera gewohnt ist, von einer hochpreisigen. Also wer wirklich Nikons kennt, D300, D700 zum Beispiel oder jetzt auch die D800er Serie, also auf dem Niveau würde ich den Body tatsächlich einordnen. Qualitativ sehr, sehr hochwertig. Wir haben hier einen wetterfesten Body tatsächlich. Alle kritischen Stellen sind abgedichtet. Das betrifft hier das Speicherkartenfach, das betrifft das Akkufach, was hier unten ist. Da haben wir also überall Dichtungen. Auch die Anschlüsse hier an der Seite sind schön abgedichtet, dass da also kein Wasser eindringen kann. Ich selbst war mit der Kamera schon bei Regen unterwegs und hatte also überhaupt gar keine Probleme. Die Kamera hat Kälte, Regen, Nebel, alles schon erlebt und alles überstanden. Also da mache ich mir tatsächlich bei Nikon auch keine Sorgen. Und genau diese Qualität, die ich eben auch von Spiegelreflexkameras gewohnt bin, die habe ich hier jetzt auch wieder mit der Z6 bekommen. Die Anzahl der Drehregler und Knöpfe ist Nikon-typisch. Ich habe zwei Drehregler, vorne eins, hinten eins. Dann gibt es hier so ein 4-Wege-Digitalpad und hier oben noch einen Joystick, der wirklich hervorragend funktioniert, mit dem man wunderbar die Autofokuspunkte verschieben kann. Es gibt einen Switch für den Video- und Fotomodus. Das ist ganz nett für Leute, die eben Fotos und Videos gleichzeitig bei einem Event machen wollen. Die Einstellungen werden dann auch gespeichert. Also ich kann wirklich schnell vom Foto in den Videomodus und zurückschalten und habe dann die entsprechenden Einstellungen, die ich zuletzt verwendet habe. Das ist also gerade wirklich ganz praktisch, wenn man auf einer Hochzeit oder so unterwegs ist und doch mal eben einen kleinen Videoclip drehen möchte. Das kann man also hiermit völlig unproblematisch machen. Noch erwähnen wollte ich, weil sie mir tatsächlich wirklich gut gefallen. Hier vorne neben dem Bajonett gibt es zwei Funktionsbuttons. Die liegen wirklich hier neben dem Bajonett. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Da gibt es zwei Funktionsbuttons, frei belegbar.
Ich habe mir da so ein paar Autofokus-Settings hingelegt. Die sind einfach super schnell zu erreichen und ja, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, tatsächlich, dann vermisst man die bei anderen Kameras, wenn man die nicht hat. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Noch ein, zwei Worte vielleicht zum Sucher. Der ist jetzt nicht wahnsinnig hochauflösend mit 3,69 Millionen Pixeln, aber es reicht völlig aus. Er produziert sehr scharfe und sehr flüssige Bilder. Ist nicht ganz Blackout-frei, wenn ich jetzt sehr schnell Serienbilder mache. Da muss ich ein bisschen runterschalten, dann kriege ich den Blackout frei. Mir persönlich reicht auch die Bildwiederholrate aus. Natürlich ist das jetzt nicht ein Sucher, der auf dem Niveau der allerbesten, neuesten Sony-Sucher ist. Aber er reicht mir persönlich für den normalen Anwendungsfall völlig aus. Und Bilder drauf oder im Sucher bewerten funktioniert hervorragend. Nutze ich allerdings bei dieser Kamera gar nicht mehr so häufig, weil das Display mittlerweile bei Nikon so gut ist. Die verbauen da also ein 2,1 Millionen Pixel Display und das ist wirklich scharf. Also gerade im Vergleich, ich habe mir jetzt neu gekauft die Sony A7 IV, das Display ist Mist dagegen, das muss man ganz klar sagen. Bilder kann ich hier drauf viel besser bewerten, weil ich viel schärfere Details sehen kann. Und da kann ich also wirklich gucken, ist das Bild scharf oder ist das Bild nicht scharf. Bei der Sony muss ich da schlicht und ergreifend den Sucher nutzen, dann kann man es auch wunderbar beurteilen. Aber auf dem Monitor ist der Nikon-Monitor tatsächlich deutlich besser. Ja, bleiben wir noch beim Monitor kurz. Leider ist es kein kompletter Schwenk- und Klappmonitor, sondern es ist halt wirklich nur so ein Monitor, den man hier so ein bisschen rauf und runter klappen kann. Das ist ja nicht ganz ideal. Mir zum Fotografieren gefällt das tatsächlich ganz gut. Aber zum Videodrehen, gerade wenn ich so Videos wie jetzt drehe, bei der Sony, in die ich jetzt gucke, da kann ich mich also sehen mit dem Schwenkdisplay und bei der Nikon brauchte ich dafür immer einen externen Monitor. Wer also so Selfie-Filmer ist, der sollte sich dafür dann entweder einen externen Monitor besorgen oder aber ganz drauf verzichten. Oder es gibt auch die Handy-App, damit kann man die dann koppeln und dann hat man auch eine ganz gute Möglichkeit, das Bild zu verfolgen. Ja, ich muss mal eben auf meine kleinen Notizen gucken. Das ist ein relativ umfangreiches Video, wird das. Deswegen habe ich mir hier so ein paar Notizen gemacht. Deshalb noch ein Wort vielleicht zum Body. Hier oben ist noch ein Display verbaut. Ich persönlich finde das ganz praktisch. Das kennt man noch aus der DSLR-Zeit von der Canon 6D. Da habe ich das Display auch immer regelmäßig genutzt, auch bei den Nikon-Modellen D300, 300S, 700 dann auch entsprechend oder auch den größeren APS-C-Modellen wie der 7100. Habe ich das eigentlich immer ganz gerne genutzt, das Display. Einfach so zum Draufgucken, was ist eingestellt. Da muss man das nicht immer über einen Monitor oder über einen Sucher machen. Klar kann man das, aber ich finde das tatsächlich ganz praktisch. Ich finde es auch ganz praktisch, dass das Moduswahlrad auf dieser Seite tatsächlich arretierbar ist. Dann verstellt man sich das nicht aus Versehen. Das ist einfach eine feine Geschichte. So kann einem das gar nicht passieren, dass man aus Versehen mal im falschen Modus ist, wenn man die Kamera aus der Tasche holt. Also das ist wirklich ganz nett. Sollte eigentlich meiner Meinung nach mittlerweile Standard bei jeder ja, höherpreisigen Kamera eigentlich sein. Ein weiteres Detail vielleicht noch, der Touchscreen. Also Nikon hat sich dafür entschieden, wirklich die Touch-Funktionalität überall zu verwenden. Ich kann damit die Fokuspunkte verschieben, ich kann reinzoomen in Fotos, ich kann damit swipen. Also wie vom Handy auch gewohnt, kann ich die Kamera bedienen und ich kann auch das Menü damit bedienen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man auch die Touch-Funktionalität im Menü vollständig gegeben hat. Also das wirklich einfach ein schöner Vorteil dieser Kamera und ja, das macht tatsächlich Spaß. Die Bedienung der Nikon, wenn man Nikon kennt, man fühlt sich einfach gleich zu Hause. Es ist, ja, wenn man von einer D300 oder D700 kommt, so viel hat sich auch an der Menüstruktur nicht verändert. Das macht Nikon also ganz gut. Die behalten da so eine Kontinuität bei. Ein weiterer Punkt ist, wir haben hier ein Kartenfach, das ist eine XQD-Karte, die da reinkommt. Ja,
kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die Karten sind eigentlich gut, die XQD-Karten, da sollte eigentlich keine von kaputt gehen. Ja, sollte, kann natürlich im Einzelfall vielleicht immer mal sein, dann ist ein zweiter Kartenslot immer besser. Habe ich eigentlich auch gerne als Backup. Mir persönlich ist, glaube ich, nur in der Canon EOS M50 mal eine Speicherkarte kaputt gegangen und das auch nicht mit Bildern drauf, sondern schon vorher. Also ich hatte sonst in noch keiner Kamera ein Speicherkartenproblem, dass mal eine kaputt gegangen wäre. Wenn man da nicht ganz billige Speicherkarten kauft, sind die heutzutage eigentlich gut genug. Trotzdem, für viele ist das eben ein Problem. Verstehe ich, wenn man wirklich auf Backups angewiesen ist und die größtmögliche Sicherheit braucht, ist ein zweiter Kartenslot immer besser. Hat die Z6 II jetzt ja schließlich. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich erst einmal zum Body. Also wie gesagt, liegt wirklich hervorragend in der Hand und das ist eine Kamera, mit der würde ich auch rausgehen im strömenden Regen, hätte ich überhaupt gar keine Bedenken. Ja, kommen wir mal zum Sensor und der Bildqualität. Also drin verbaut ist ein 24 Megapixel BSI CMOS Sensor. Und der ist mit einem 5-Achsen-Stabilisator gelagert. Das heißt prinzipiell, ja, Freihandaufnahmen bis, ja, eine Verschlusszeit. Ich habe tatsächlich also schon sehr lange Verschlusszeiten damit gehalten, durchaus eine Fünftelsekunde, damit schon verwacklungsfrei gehalten. Der 5-Achsen-Stabilisator, der hier verbaut ist von Nikon, macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Insbesondere auch beim Handheld-Videodrehen ist der wirklich ein großer Vorteil. Also man kann aus der Hand wirklich sehr schöne Filmsequenzen drehen, ohne dass man da großartige Verwackler drin hat. Weiter kann man noch hinzuschalten, dann softwaremäßig einen digitalen Stabilisator. Dann hat man zwar einen leichten Crop im Video, aber das Bild wird noch mal mehr stabilisiert und dann kann man tatsächlich auch so, ja, Schwenks oder was auch immer damit machen, relativ gut aus der Hand, ohne dass man dann Gimbal braucht. Das sieht dann schon sehr, sehr, sehr stabil aus. Also das hat Nikon jetzt mit dem 5-Achsen-Stabilisator in der Z6 wirklich gut hinbekommen. Der Sensor allgemein, ich blende hier immer mal ein paar Fotos ein, hat einen sehr hohen Dynamikumfang, also mehr als 14 Blendenstufen. Und damit kann ich quasi, ja, ich kann mir quasi das Bracketing sparen. Ich brauche keine Belichtungsreihen mehr, wenn es nicht unbedingt mal eine ganz extreme Situation ist. Ich blende euch hier auch mal Fotos ein vom letzten Weihnachtswochenende hier. Da war ich unterwegs am Husumer Hafen und die Bilder sind also alles eine Belichtung. Immer auf die Lichter auch belichtet, sodass die nicht so wahnsinnig doll ausreißen und dann entsprechend die Schatten einfach hochgezogen, so, ja, dass das Bild eben entsprechend wieder so aussieht, wie ich euch das jetzt einblende. Und daran sieht man also im Prinzip, die Schatten kann ich beliebig aufhellen, ohne da großartig Rauschen zu produzieren. Ich kann wirklich teilweise im Bild selbst völlig schwarze Elemente noch mit Zeichnung versehen, sodass die hinterher ganz normal und gut aussehen, sodass ich, wenn ich massiv unterbelichte, trotzdem jederzeit eine vernünftige Belichtung damit hinbekomme. Das ist natürlich ganz nett auch zu wissen, dass man da einfach so ein bisschen Spielraum hat, ne? Und auf jeden Fall auf die Lichter belichten kann und sich dann einfach darauf verlassen kann, die Schatten ziehe ich dann so weit hoch, dass die Belichtung hinterher vernünftig aussieht. Klar, Bracketing wäre vielleicht immer noch mal irgendwie besser, ne? Aber dann habe ich eben auch die Mühe, mir dann hinterher dann zwei oder drei oder mehr Bilder entsprechend zusammenzulegen. Das muss ich dann softwareseitig machen. Ja, habe ich jetzt nicht die Lust zu und muss ich mit der Nikon glücklicherweise auch nicht mehr. Rauschverhalten ist bei der Nikon eigentlich überhaupt gar kein Thema. Bis 12.800 ISO verwende ich. Die habe ich die standardmäßig eingestellt. Wenn ich in der ISO-Automatik arbeite, geht die bis 12.800 ISO hoch. Man kann die auch darüber noch verwenden, aber bis 12.800 habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, die zu verwenden. Da ist die Kamera tatsächlich gut genug. Also das
spricht wirklich für den Sensor, der hier verbaut ist. Der ist einfach schon sehr, sehr hochwertig. Und da sieht man dann auch schon den Unterschied. Also mein Vater war hier neulich mal mit der 750 unterwegs. Und der Unterschied zur Nikon D750 ist dann doch schon ein gewaltiger. Das muss man doch wirklich so sagen. Die Bildqualität im Alltag im Allgemeinen, wie gesagt, Flipcharts, hier so Testcharts, das fotografiere ich jetzt hier nicht. Da gibt es entsprechende Seiten im Internet. Da gibt es auch Testberichte, aber die Bildqualität im Alltag, das könnt ihr auch anhand der eingeblendeten Fotos jetzt sehen, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe nie die Situation bekommen, wo ich gesagt habe, oh, ich bräuchte mehr Bildqualität in irgendeiner Hinsicht, mehr Megapixel oder sonst was. Die 24 Megapixel, die hier verbaut sind, reichen mir eigentlich völlig aus. Also das ist, finde ich persönlich, so genau die Größe, die man heutzutage mindestens haben sollte. Es muss nicht mehr sein, dann werden die Dateien einfach größer, aber es sollte auf keinen Fall weniger sein als 24 Megapixel, weil dann kann man beim Croppen tatsächlich schon nicht mehr ganz so viel machen wie jetzt hier mit den 24 und dann kommt man schnell auf 16 oder so runter. Reicht auch noch in den meisten Fällen aus, aber ich persönlich habe einfach gerne 24 Megapixel, muss ich ehrlich sagen. Und das ist eben auch so ein Punkt, weil ich Hunde viel fotografiere mit den 24 Megapixeln, sehe ich da sehr, sehr viele Details in den Haaren, im Fell. Das wird gut wiedergegeben, das wird unproblematisch wiedergegeben, das wird kein matschiger Brei oder sonst was, sondern man kann da wirklich, ich blende ja auch viele Hundefotos hier parallel mal ein, man kann da wirklich sehr schön die Details im Fell noch erkennen. Ja, so viel zur Bildqualität. Macht euch da anhand der Fotos selbst ein Bild, ob das für euch reicht oder nicht. Wie gesagt, diverse Landschaftsaufnahmen blende ich ja jetzt hier immer ein. Und da seht ihr auch, was so möglich ist. Auch Nachtaufnahmen sind also unproblematisch damit möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt, Autofokus. Ja, Autofokus, das ist so ein bisschen so ein heikles Thema, was die Z6 hier angeht. Es gibt nämlich deutliche Unterschiede zwischen dem AFS-Modus und dem AFC-Modus. Und darauf will ich auch im Näheren noch eingehen später. Zunächst einmal sei gesagt, der Autofokus, als die Z6 rauskam, war so lala. Aber Nikon hat tatsächlich mit regelmäßigen Firmware-Updates, also die sind jetzt bei Version 3 irgendwas, haben die wirklich den Autofokus ganz massiv verbessert. Auch vom Handling her, von der Bedienbarkeit her, hat sich hier einiges getan. Und das muss man wirklich sagen, Nikon hat mit der Z6 einfach massiv Produktpflege betrieben. Also was man sonst so zum Beispiel von Fuji kannte, dass ja da regelmäßige Firmware-Updates kamen, und teilweise es sich dann anschließend anfühlte wie eine neue Kamera. Das kennt man jetzt hier von der Z6 tatsächlich auch. Da sind also über Firmware-Updates, gerade beim Autofokus, diverse neue Features hinzugefügt worden und vor allen Dingen auch alles praxisrelevante und alltagstaugliche Features. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, kommen wir zum AFS-Modus, also der Einzelautofokus. Der ist tatsächlich schnell, der ist treffsicher und insbesondere wenn man noch ein Einzelfeld nimmt, also wirklich nur ein Feld hat und das dann über das Ziel legt, wo man den Fokus haben möchte, dann ist der extrem schnell, extrem treffsicher. Der arbeitet auch bei wenig Licht noch sehr, sehr zuverlässig. Also Sterne, Astrofotografie ist damit völlig unproblematisch möglich. Ich kann einzelne Sterne fokussieren. Das klappt also wirklich wunderbar. Ich blende euch auch mal hier so ein paar Bilder ein. Ich war am Westerhever Leuchtturm damit. Ja, auch mit meinem Vater mit der D750, die hatte er dabei, ich mit der Z6. Und da hat man also den deutlichen Vergleich gesehen. Die D750 konnte tatsächlich nicht mehr fokussieren und die Z6 hat bei völliger Dunkelheit dann noch völlig unproblematisch den Fokus gefunden. Also das ist wirklich gut. Nikon hat da, was den Einzelautofokus angeht, wirklich sehr, sehr gut abgeliefert. Und ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit der Kamera. Nachtaufnahmen, wie gesagt, unproblematisch möglich. Und das ist wirklich nett. Also der AFS-Modus
im Einzelfeld ganz hervorragend tatsächlich. Was den AFC-Modus angeht, sieht das leider dann auch anders aus. Also AFC bei Einzelfeld ist tatsächlich auch schnell und treffsicher, das kann man ganz klar so sagen. Da ist es verhältnismäßig wie im Einzelautofokus AFS-Modus eben auch. Aber sobald wir, sag ich mal, anfangen, Tracking zu aktivieren, dann schaltet sich einfach der Autofokus teilweise als unbrauchbar ab. Also AFC mit Tracking, ja, das wurde auch durch Updates schon massiv verbessert, ist aber immer noch meilenweit entfernt von Sony und Canon. Also gerade wenn man jetzt die R6 sieht oder auch die A7 III von Sony, das ist jetzt nicht mal das, die sind ungefähr zeitgleich rausgekommen. Nikon glaube ich sogar noch einen Ticken später als die A7 III, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die sind ungefähr gleich alt und die A7 III hat einen deutlich besseren Autofokus, was Tracking angeht. Sage ich auch im Verlauf des Videos auch noch ein bisschen was zu, was hier den Tracking-Autofokus angeht, aber ja, lass mich dazu ein paar Worte verlieren, weil das einfach für mich ein massiv großes Thema ist. Also ich fotografiere sich bewegende Objekte, Hunde beim Sport, Hunde beim Laufen, und da ist nun mal Tracking ein großes Thema einfach. Und bei langsamen Objekten funktioniert der Tracking-Autofokus auch noch ganz gut. Das kann man ganz klar so sagen. Wenn sich Objekte wirklich langsam bewegen, dann kann man den verwenden. Sobald sich Objekte allerdings schneller bewegen, dann hat man wirklich kaum noch Treffer dabei. Also das ist dann wirklich reines Glücksspiel, dass man da nochmal einen Treffer dabei hat. Bei sich schnell bewegenden Objekten, da meine ich jetzt tatsächlich also dann laufende, rennende Hunde, die sind schon relativ schnell und dann hat man, also da hatte ich wirklich extrem viel Ausschuss und das, ja, das kann, können Nikon Spiegelreflexkameras tatsächlich besser. Nikon hat ja jetzt mit der Z9 eine Kamera auf den Markt gebracht, die das genauso gut können soll, wenn nicht noch besser. Aber bei der Z-Serie, bei der Z6 und auch bei der Z6 II ist der Autofokus einfach, was das angeht, nicht geeignet. Daher kann ich mich einfach beim Tracking nicht drauf verlassen. Das muss man einfach so hart sagen. Wer damit Sport fotografieren will, sollte sich lieber eine andere Kamera kaufen. Man kann das sicherlich machen, klar, aber man hat sehr viel Ausschuss dabei. Was wiederum ganz nett ist, man hat also eine Gesichts- und Augenerkennung, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Die ist auch okay, aber die ist auch nicht gut. Also fairerweise muss man einfach sagen, die ist längst nicht auf dem Niveau von Sony, längst nicht auf dem Niveau einer Canon EOS R6. Klar, die R6 ist neuer, aber auch die A7 III von Sony hat eine bessere Gesichts- und Augenerkennung als die Nikon. Da muss man einfach ganz klar so sagen. Oder auch die A7C jetzt, ja. Die haben einfach bessere Augen- und Gesichtserkennungen. Die Nikon braucht das Objekt schon relativ groß im Bild, um ein Auge zu erkennen. Gesichter werden schneller erkannt. Und das Problem ist auch so ein bisschen, häufig liegt der Augenautofokus dann auch nicht ganz richtig auf dem Auge, sondern irgendwie auf der Augenbraue oder so ein bisschen davor. Das fällt jetzt beim Abblenden, wenn man jetzt eine Blende 2.8 oder noch geschlossener verwendet, Blende 4 oder so, da fällt das gar nicht so sehr auf. Dann ist der Schärfentiefenbereich groß genug. Aber wenn ich jetzt mit dem Sigma 105 1.4 arbeite, also Blende 1.4, bei 1.4 auch arbeite, dann fällt das eben ganz massiv auf. Also bei Blende 1.4 und der Augenautofokus sitzt nicht auf dem Auge, dann ist auch das Auge, die Iris ist dann nicht mehr scharf. Und das ist natürlich Mist, dann kann ich den Augenautofokus nicht verwenden. Ja? Das gleiche ist auch bei Tieren der Fall. Also auch bei Hundeporträts ist mir das mehrfach aufgefallen. Und man sieht das auch im Display schon, dass der dann gar nicht unbedingt das Auge findet, sondern irgendwas davor oder darüber oder darunter. Und dementsprechend kann ich den Autofokus nicht verwenden, weil ich, wenn ich bei 1.4 ein Porträt mache und so ein 105 1.4 kaufe ich mir, um es bei 1.4 zu verwenden und nicht um auf 2.8 runter zu gehen, dann kann ich es einfach nicht verwenden, weil nicht das Auge scharf ist. Und das ist natürlich, das ist einfach Mist, muss man ganz klar so sagen.
Gesichtserkennung, Augenerkennung ist einfach, ist vorhanden, funktioniert auch bedingt, aber eben bei offener Blende, bei sehr offener Blende nicht unbedingt zuverlässig. Also das sollte man tatsächlich einfach beachten. Deshalb mache ich bei kritischen Porträt-Shootings, oder wenn ich wirklich mal die Aufnahmen dann abliefern muss und wenn die auch gut werden müssen, weil ich die nicht tausendfach wiederholen kann, mache ich grundsätzlich die Bilder im Einzelfeld-Autofokus, lege mir den klassisch dahin, wie ich das früher bei der Spiegelreflex auch gemacht habe, und kann dann ganz normal sicher sein, das trifft der Autofokus dann auch. Und da ist er dann auch genau auf dem Auge, wenn ich das da drauf lege. Da gibt es dann gar keine Probleme. Also man kann damit natürlich selbstverständlich arbeiten. Man muss nur im Hinterkopf beachten, Augenautofokus, Gesichtserkennung. Da darf man nicht das erwarten, was man bei Sony oder Canon bekommt. Man bekommt das und es ist in Ordnung. Aber bei ganz offener Blende ist es eben nicht mehr so hundertprozentig verlässlich. Das ist so ein bisschen so das Problem an der ganzen Geschichte. Im Tracking-Augen-Autofokus oder Gesichtserkennung, das wird dann eh schon wieder schwierig, sobald sich dann die Objekte schneller bewegen und nicht mehr ganz so statisch sind, wird das mit der Gesichtserkennung und dem Augen-Autofokus dann auch schon schwierig. Das funktioniert auch noch im Videomodus übrigens ganz gut. Wenn ich mich jetzt hier, so wie ich mich jetzt hier bewege, dann hält die Nikon unproblematisch das Gesicht. Aber wenn ich jetzt hier durch den Raum rennen würde, dann würde sie das schon nicht mehr hinbekommen, dem dann unbedingt zu folgen. Ja, das soweit zum Autofokus. Da vielleicht also wirklich nochmal als kleines Autofokus-Fazit. Also AFS-Modus, insbesondere im Einzelfeld-Autofokus, ganz hervorragend. Schnell, präzise und vor allen Dingen zuverlässig. Also da kann man gar nichts sagen. AFC mit Tracking bedingt brauchbar. Bei langsamen Objekten völlig okay, kann man wirklich gut nutzen. Dann funktioniert eben auch Gesichts- und Augenerkennung. Ja, ist okay. Wie gesagt, bei offener Blende nicht unbedingt, aber ansonsten okay. Bei schnellen Objekten Tracking eigentlich unbrauchbar. Und gerade wenn man den neuen Autofokus von Sony oder auch von Canon in Form von der R6 gewöhnt ist, wo wirklich immer ein Auge erkannt wird, sei es so noch so klein. Ich habe diverse Shootings jetzt auch schon mit einer R6 gemacht und jetzt eben auch mit der Sony A7 IV. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, da kann man sich drauf verlassen. Also wenn der ein Auge erkennt, ist das Auge auch scharf. Also bei der R6 völlig unproblematisch. Und ich werde da nochmal in einem anderen Video was zu sagen. Da habe ich also Hunde beim Sport fotografiert, nur mit Augenautofokus. Hat wunderbar gesessen. Also der hat einfach, ich glaube von 300 Bildern oder so, vielleicht 5 unscharf. Also das ist sensationell. Das ist ein ganz anderes Niveau, über das wir da eben bei Canon und Sony sprechen. Da kann Nikon leider einfach mit der Z6 und auch mit der Z6 II, mit der ich auch schon gearbeitet habe, diverse Male einfach nicht mithalten. Das ist leider so. Ja, wie gesagt, das so im Prinzip zum Autofokus. Das ist so die größte Schwäche der Kamera. Autofokus, Tracking, Gesichtserkennung, Augenerkennung im Tracking. Gerade bei schnelleren Bewegungen, deshalb für Sport nicht unbedingt geeignet. Aber ansonsten für Porträts, für statische Objekte, die sich wenig bewegen, völlig unproblematisch. Reicht der Autofokus absolut aus. Also da haben wir dann gar keine Probleme. Ja, noch vielleicht zu den weiteren Spezifikationen oder meinen Erfahrungen aus dem Videobereich. Ich habe die Kamera ja auch für Video gekauft und habe sie auch für Video viel eingesetzt. Ich habe relativ viele YouTube-Videos jetzt, die ich so gemacht habe, damit mit der Z6 gedreht und bin da eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Die Kamera ist also für Video mehr als geeignet, für meine Ansprüche sowieso. Sie hat 4K mit 30 Frames ohne Crop. Sie hat 1080p mit 120 Frames ohne Crop. Das heißt, ich kann auch sehr schöne Zeitlupe, wirklich weiche, sanfte Zeitlupeneffekte hinbekommen über den ganzen Sensor. Dann zwar nur in 1080p, also Full HD, aber ganz ehrlich, mir reicht das aus. Das Video jetzt hier filme ich zwar in 4K, veröffentlicht wird es aber trotzdem nur in Full HD. Also ja, von daher, für mich reicht Full HD immer noch völlig aus.
Ich habe hier den Vorteil, ich kann bei der Z6 vom FX in den DX-Modus, also in diesen in den APS-C-Modus wechseln, reinkroppen, während Video übrigens auch während Foto natürlich, und habe dann nochmal einen anderen Bildwinkel im Prinzip, ne, so dass ich gerade mit Festbrennweiten, wenn ich nur eine Brennweite drauf habe, dann kann ich ja natürlich nicht zoomen und kann dann aber mit dem Wechsel zwischen dem DX und dem FX-Modus nochmal ein leichtes Tele zum Beispiel dann aus einem 50er, kann ich dann 75er oder sowas dann entsprechend machen mit dem Zoom. Also so, dass ich da dann doch noch ein paar Optionen habe. Extern kann ich noch deutlich besser aufnehmen. Wenn ich jetzt hier über den eingebauten HDMI-Port rausgehe, dann kann ich zum Beispiel mit einem Atomos Ninja 5 kann ich dann auch extern 10-Bit und N-Log aufnehmen nach so einem Firmware-Update. Ich glaube, es war kostenpflichtig, weiß ich jetzt nicht. Könnte man sogar RAW aufnehmen, also ProRes RAW würde der aufnehmen. Das heißt, man hat dann also wirklich eine extrem gute Videokamera. Das ist wirklich, wirklich nett. Tracking im Videomodus funktioniert, wie ich gerade gesagt habe, bei statischen Objekten relativ gut. Ich habe keine Augenerkennung, aber Gesichtserkennung im Videomodus. Und die funktioniert auch gut. Also das ist völlig unproblematisch. Ich habe damit die ganzen letzten YouTube-Videos alle mit der Z6 gefilmt, alle mit Gesichtserkennung. Und ich hatte ja ein paar Mal, dass er den Fokus verloren hat, aber im Großen und Ganzen hat es immer unproblematisch funktioniert. Auch da, ja, es gibt bessere Videokameras, Canon macht das besser mit der R6 zum Beispiel, was den Autofokus angeht. Auch die Sony A7 IV jetzt macht es sicherlich besser, was den Autofokus angeht. Aber die Nikon hier ist schon sehr, sehr gut. Also damit würde ich unproblematisch auch mich darauf verlassen, im Autofokus zu filmen, habe ich wie gesagt oft auch getan und ich war eigentlich immer sehr, sehr zufrieden. Ein Nachteil ist so ein bisschen, dass die Nikon natürlich nicht ein N-Log intern aufnimmt. Das wäre natürlich ganz schön, wenn ich auch ein Log-Profil hätte, was ich intern aufnehmen kann. So muss man dann immer extern über so ein Atomos Ninja gehen. Ja, das finde ich einfach schade, weil andere können das. Sony kann das schon in Einsteigerkameras irgendwie, dass die ein flaches S-Log-Profil anbieten. Ja, warum kann Nikon das nicht, weiß ich auch nicht. Gibt es wahrscheinlich irgendeinen Grund für, weiß ich aber nicht. Finde ich aber jedenfalls ein bisschen schade. Man kann sich dann behelfen mit so flachen Profilen. Ich finde das Out-of-Camera-Bild auch gar nicht so schlecht. Man kann damit gut arbeiten. In DaVinci Resolve lässt sich da noch relativ viel rausholen. Also von daher ist das schon in Ordnung soweit. Wir haben hier ein Aufnahmelimit von 30 Minuten, 29,59 Minuten genau gesagt. Und ich habe aber kein Überhitzen feststellen können. Also die Kamera überhitzt nicht, ich kann die ganz normal laufen lassen. Wenn das Limit erreicht ist, läuft sie weiter, dann ist es überhaupt kein Problem. Also starte ich sie neu und dann läuft sie einfach ganz normal weiter. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und dementsprechend, wie gesagt, also die ist als Videokamera sehr, sehr gut zu gebrauchen. Ich bin mehr als nur zufrieden damit und wie gesagt, auch da der Autofokus, klar, bei schnellen Objekten nein, nicht treffsicher, bei so Videos wie jetzt hier zum Beispiel völlig unproblematisch nutzbar. Auch sehr, sehr gut. Ja, das soll so ein bisschen dazu gewesen sein. Kommen wir mal zu so einem kleinen Fazit. Alles in allem, ja, ihr merkt, ich bin eigentlich zufrieden mit der Kamera, bis auf die Schwäche Autofokus beim Tracking. Liebe meine Z6. Ne? Also es ist wirklich eine hervorragende Kamera. Ich habe jedes Mal Spaß damit zu arbeiten. Ich gehe gerne mit der Kamera raus und mache Aufnahmen. Die liefert also eine wirklich durchgehend sehr, sehr gute Bildqualität ab. Ich bin da noch nicht einmal enttäuscht worden. Die hat eine sehr, sehr gute Videoqualität. Wenn ich filme, bin ich da auch, ja, bis auf ganz wenige Male, wo der Autofokus dann vielleicht nicht gesessen hat, auch eigentlich nie enttäuscht worden. Das größte Problem ist so ein bisschen die Autofokus-Schwäche und das ist so das, was die Kamera jetzt für mich letztlich ja für manche Anwendungsbereiche einfach disqualifiziert. Also ich kann damit keinen Hundesport, ich kann damit keine Hunde beim Rennen fotografieren. Das funktioniert einfach nicht gut genug. Da habe ich zu viel Ausschuss und wenn ich dann von 100 Bildern irgendwie 50 oder 60 wegschmeißen kann, weil die unscharf sind,
Ja, dann ist es für mich zu viel. Wenn ich weiß, bei anderen Herstellern kriege ich halt einfach eine Quote, die deutlich besser ist. Ne? Also das ist so ein bisschen das. Für Sport ist sie für mich nicht unbedingt die erste Wahl. Aber ansonsten in allen anderen Bereichen, sei es Porträtfotografie, Landschaftsfotografie, Produktfotografie oder was auch immer, wenn ich da nicht mehr als 24 Megapixel brauche bei Produktfotografie, dann kann ich damit alles machen. Also der Sensor ist so gut, ich habe den Bildstabilisator drin, ich kann Astrofotografie machen. Ich habe wirklich alle Möglichkeiten mit dieser Kamera und mir fällt jetzt wirklich, wie gesagt, nur Sport oder eben sowas in der Art, ne, schnell bewegte Objekte ein, was man damit eben nicht unbedingt machen kann. Das muss man sich eben, dem muss man sich eben gewiss sein, dass man eben sagt, okay, ich verzichte hier auf den absolut neuesten Autofokus-Standard, habe einen sehr, sehr guten Autofokus, gar keine Frage, aber eben nicht mehr vergleichbar mit dem aktuellen Standard bei Canon und bei Sony. Dennoch bin ich absolut zufrieden mit der Kamera. Also ich würde sie mir jederzeit wieder kaufen, gerade für den Preis. Ich habe gerade noch mal geguckt, die liegt irgendwo so bei 1400 Euro Body Only. Und wenn man sich überlegt, für 1400 Euro bekomme ich hier eine Vollformatkamera, absolutes Profi-Werkzeug, mit der ich unproblematisch Hochzeiten fotografieren kann, alles. Mit der kann ich wirklich alles fotografieren, da kann ich bei jedem Kunden auflaufen, habe da nie ein Problem irgendwie, weil die Kamera zu schlecht ist oder so. Ne? Und dementsprechend, ja, von mir eine absolute Empfehlung. Ich bin absolut zufrieden, ich würde sie mir jederzeit wieder kaufen für den aktuellen Straßenpreis. Und von daher kann ich sie auch nur jedem empfehlen. Wenn man jetzt neu einsteigt, sich überlegt, was kriege ich jetzt für eine Vollformatkamera für zum Beispiel Landschaftsfotografie in dem Preisbereich, da bleibt nicht viel außer einer Z6, ehrlicherweise. Für 1400 Euro kriegt man heutzutage nicht mehr so viel Vollformat, zumindest nicht aktuelles Vollformat. Gut, die ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, aber letzten Endes ist es genau der gleiche Sensor wie auch in der Z6 II meines Wissens, also aktuell genug. Ja, und selbst APS-C wird schon schwierig für 1400 Euro da wirklich was ganz Hervorragendes zu finden. Und dann hat man eben auch nur APS-C mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben bietet. Muss man dann eben selber für sich wissen, ob man eben lieber APS-C hat oder eine Vollformatkamera. Aber wenn ich die Wahl hätte für den Preis, würde ich immer wieder diese Nikon kaufen. Also von mir eine klare Empfehlung. Ja, ihr seht, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Kamera, aber ich mache nochmal ein separates Video dazu, warum ich mir jetzt eben doch eine Sony gekauft habe und ich kann es hier schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Es ist halt nur der Sportautofokus, der mich hieran stört und für genau diesen einen Anwendungsfall habe ich mir tatsächlich jetzt nochmal eine Sony gekauft. Ansonsten hätte ich das tatsächlich nicht gemacht. Das soll es dann von mir zu dem kleinen Langzeiterfahrungsbericht auch gewesen sein. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und nützlich und ihr konntet euch ein Bild machen, ob die Z6 was für euch ist, ja oder nein. Meiner Meinung nach auch in 2022 immer noch eine hervorragende Kamera, die man völlig bedenkenlos kaufen kann, wenn man sich über die Autofokus-Einschränkungen bewusst ist. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.